Hallöchen zusammen, weiter geht's mit Boxes Lost Fragments und dem zweiten Raum im vierten Kapitel, Fraktus. Beim letzten Mal gab's hier die Pferdefigur als Fragment und dann schauen wir mal, was uns heute hier erwartet. Ob das wieder Kriegsspielchen sind oder was anderes, sieht aber nicht so aus. Das Ganze ist hier ein bisschen floral, auch hübsch. Eine, ja doch, wirklich hübsche Kiste und hier ist auch eine Mütze. Ein Dirigentenhut ist das. Kann ich dem hier irgendwie das Emblem klauen? Kann ich nicht. Und was ist das hier? Irgendeine kleine Schatulle. Da fehlt aber noch was. Hier geht's nicht ran. Das hier oben was? Mhm. Endlich wieder ein Schraubendreher. Gut. Die bleiben hier nicht auf der Seite. Ah, da können wir erstmal drehen. Gut. Ein mechanisches Rad. Mit Kurbel sogar. Oh, und wir haben endlich mal wieder einen Brief. Als Aurora in den umfangreichen Archiven der menschlichen Geschichte stöberte, erkannte sie die Sehnsucht der Menschen nach Göttlichkeit im Laufe der Geschichte und begann sich Gedanken zu machen. Könnte sie die Welt nach ihrem eigenen Bild formen? Ich glaube, da hat Aurora aber Höhenflüge. Und hier haben wir eine Eisenbahn. Oder zumindest, ja. Das Motiv, ein kleines Abzeichen. Das sieht ja aus wie hier an der Mütze. Kann man nichts drehen? Ah, doch, kann man. Ach so, wieder der äußere Ring hier. Mhm. Kommt gar nicht hier ran. Aber das auch nicht, oder? Nein. Sieht aber schon aus, ob man hier irgendwas einspannt. Hier sind verschiedene Motive. Wie eine Blumenmuster. An der Mütze noch irgendwas. Ah, guck mal. Eine Metallscheibe. Vielleicht passt die ja. Mhm. Ah, da müssen wir wieder irgendeine Reihenfolge finden, wie das ausgerichtet sein muss. Die können wir ja alle von A nach B schieben. Da brauche ich aber erstmal eine Reihenfolge. Ist natürlich die Frage, ob das vielleicht hiermit losgeht, weil das einfach am wenigsten ausgefüllt ist. Und dann wäre das so das Erste. Ich kann es ja einfach... Ach! Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das muss ja hier auch gewesen sein. Hier sind ja die Muster hinter. Okay, okay. Dann gucken wir doch einfach mal, wo wir diesen Stern finden. Ja. Gut. Gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Das kennen wir ja schon anders. Ja, dann stimmen die beiden nur nicht. Quatsch. Welcher? Moment, welcher ist jetzt nicht richtig? Doch, das ist doch eigentlich der. Ach nee, das ist der unten. Die sahen für mich gerade sehr ähnlich aus. Okay, jetzt haben wir so eine Hauswand. Jemand zu Hause? Hallo? Ah. Also die Tür ist frei.
Das kriegen wir aber nicht mehr raus. Das heißt, wir brauchen noch ein zweites Emblem. Muss ja hier auf der Seite sein, oder? Ach, genau. Hier ist doch noch die Schatulle. Okay, ein kleines Abzeichen. Können wieder Eisenbahn spielen. Wobei, damals war das ja nur ein einzelner Waggon. Jetzt machen wir die Lok. Oh, da geht's in den Keller. Mhm. Da ist ein Schlüsselloch hinter, glaube ich. Ach, okay. Oh, das ist ja sowas, wo sich alles Mögliche mitdreht. Moment, ich will mal versuchen, hier alles Mögliche mitzunehmen. Ich muss erstmal. Nee, ich muss nicht das Äußerste zuerst machen. Jetzt dreht sich innen auch alles mit. Nee. Ach, man, das erste. Also das erste und das dritte dreht sich, aber die sind noch nicht ganz richtig ausgerichtet. Auch viel zu weit weg. Oh, das reicht noch nicht. Ah, hier oben sind. Nee, ich dachte schon, da oben sind noch mehr, aber das musste ich jetzt noch reinschieben. Sehr schön. Da war aber zum Glück ein recht großer Spielraum. Tschu-tschu. Okay, wir können hier, glaube ich, ja, die Richtung steuern, die Rädchen. Und hier können wir es zurücksetzen. Okay, wir müssen die drei Räder hier oben hinbekommen. Mal runter. Ich sammle die erstmal alle ein. Ah ne, warte mal. Runter. Genau, jetzt können die nicht mehr weiter nach links. Jetzt kann ich den hier aber mitnehmen. Also die können nur einen Schritt dahin. Okay. Ja, das ist... ich glaube, das ist trotzdem okay. Und jetzt nehme ich einmal... Nee, Moment. Wenn ich jetzt einmal nach links gehe, stimmt das noch nicht. Nee. Ah, der hier muss noch woanders hin. Der muss eigentlich eins nach links. Nee. Die beiden müssen jetzt... Der kann sich ja nicht mehr bewegen. Der kommt jetzt nach links. Jetzt haben wir es. Da. Tada. Eine Modellfigur. Das ging relativ zügig, ihr Lieben. Entsprechend würde ich auch gleich in den dritten Raum gehen. Dann können wir uns noch das dritte Fragment schnappen, hoffe ich. Ah ja.
Sieht auf jeden Fall auch ausklappbar aus, zumindest wenn es dann irgendwo drauf sitzt. Aber wir gehen jetzt hier noch in Raum 3. Wir haben eine Wunderlampe. Was schön. Eine Öllampe. Für mich ist das eine Wunderlampe. Gebt mal zu, wer von euch hat das hier auch Wunderlampe genannt und nicht Öllampe? Alle. So, wir brauchen ein Schlüsselchen. Hier ist übrigens nichts an der Öllampe. Und hier vergraben. Durch. Ein Messer. Ha! Da war ein Schlüssel drin. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Machen erstmal hier die Lampe auf. Eine angezündete Kerze. Die packe ich mir jetzt bitte brennend in die Tasche. Na gut. Schauen wir mal, wo wir die gebrauchen können. Hier geht nichts. Die Kugel dreht sich nicht. Hier drüben geht's auch nicht. Ah, hier, Moment. Oha, das sieht aber gerade schon wieder mächtig, gewaltig, kompliziert aus. Okay, wir haben hier die Figur. Wir haben hier wieder die verschiedenen Blumenmuster. Die müssen wahrscheinlich einfach an die richtige Stelle, oder? Ah, okay, das dreht sich alles wieder. Ja, dann kann der da bleiben. Gut, dann brauche ich jetzt mal so einen oder so einen. Naja, das war natürlich jetzt sinnlos. Also. Gut, ist vielleicht nicht so kompliziert, wie ich gerade dachte. Stimmt, stimmt, stimmt. Die stimmen auch. Aber wahrscheinlich stimmt es noch nicht. Ah, ich muss bestimmt alle in die jeweilige Reihe packen. Dann ist es doch nicht so einfach. Dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Behaupte das Gegenteil. Okay. Tada! Gut. Immer her mit den Münzen. Oh, was ist denn hier los? Das wird ja gleich zum Pokertisch. Oh, das ist ein Skorpion. Eine Skorpionfigur. Der kann irgendwo rauf. Da oben bestimmt. Und eine Münze. Die hat auf jeden Fall auch so eine Nopsis. Dann geht's halt einfach mal hier oben weiter. Ein Metallring. Da hat sich die Blüte wieder geschlossen. Vielleicht öffnet die sich nochmal. Ich drehe das und bestimmt fällt das jetzt durch die Gegend. Ja. Das macht bestimmt am Handy Spaß. Das Spiel gibt es übrigens auch für Smartphone, wollte ich nur mal erwähnen. Da ist das Ganze dann sicherlich auch ein bisschen ja, interaktiver noch. Was sich da immer so versteckt in so einer Box? Ich habe eigentlich aufs Gesicht geklickt, aber okay. Ach nee, die Münze hat ja so eine Teile da. Oh, das kann ich bestimmt anzünden. Nein?
Ah, müssen wir erstmal ein bisschen Öl reinmachen. Das sieht aber gefährlich aus da. Mit den Stacheln. Oh mein Gott. Ja, wenn ich gedrückt lasse, bewegen wir uns vorwärts. Ich habe intuitiv gestoppt, als da der Gong kam. Ich will gar nicht ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt weiter rutschen würde. Also wenn ihr das Spiel auch selber spielen solltet, könnt ihr das gerne mal ausprobieren, was dann da jetzt passiert wäre. Und dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Fragment eingesammelt, das war jetzt tatsächlich auch schon der Raum. Verrückt. Also heute ging es ja aber flott voran. Das ist ja eher überraschend. Wahnsinn, damit haben wir jetzt nur noch einen Raum hier im vierten Kapitel. Und jetzt haben wir schon mal die drei Fragmente. Nicht schlecht. Dann würde ich doch sagen, gucken wir uns beim nächsten Mal natürlich den vierten Raum an und lösen dann hoffentlich die Box für das letzte Fragment. Und dann können wir alle Fragmente an diesem großen Tisch einsetzen und mal schauen, was da dann noch so auf uns wartet. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!